Kamera beim HTC One ist ein, was wir als Ultrapixel-Kamera bezeichnen. Was steckt dahinter? Die Sensoren der Kamera sind in den letzten Jahren nicht größer geworden. Das sind 1 zu 3 Zoll und das ist auch genau das, was bestimmt, wie gut die Qualität der Kamera ist. Nur was passiert ist, viele Leute haben das in unglaublich viele kleine Megapixel zerstückelt. Von 5 auf 8 auf 13, aber bei gleich großem Sensor. Das spulen wir zurück. Wir haben hier einen Sensor in üblicher Größe, aber wir haben bewusst darauf verzichtet, die Megapixel aufzublasen. Der gibt am Schluss 4 Megapixel große Bilder aus. Das heißt aber, die Pixel sind viel größer. Wir haben 2 Mikron große Pixel, also 2000 Nanometer. Das heißt, wenn ich das im Quadrat nehme, im Vergleich zu einer 13-Megapixel-Kamera, habe ich einen 3,5 mal so großen Pixel. Der nimmt viel mehr Licht auf und vor allem nimmt er viel weniger Rauschen auf, weil durch dieses Zerstückeln wird das Bild nicht wirklich besser. Die Files werden größer und auf dem Computer sieht es dann aus wie 13 Megapixel. Optisch sind es deswegen noch lange keine 13 Megapixel. Vom User Interface, wenn ich normal schieße, so wie wir es mit der One-Serie eingefangen haben, habe ich einen Button für den Shutter. Ich kann Videos drehen, kann während dem Video schießen, nach wie vor Bilder schießen. Das ist wie gehabt. Wir haben aber einen neuen Modus eingeführt, den schalte ich hier mal ein. Der nennt sich Zoe. Zoe ist griechisch, steht fürs Leben. Wenn ich jetzt abdrücke, nimmt er 3 Sekunden lang Dauerfeuer Bilder auf. Das heißt, es ist wie ein kleiner Video. Man sieht, es läuft hier voll. Wenn ich jetzt reingehe, dann kann ich, wenn es jetzt was Bewegliches wäre, noch den richtigen Moment abfassen. Hier an der Markierung habe ich gedrückt, er nimmt eine Sekunde vorher auf, 2 Sekunden nachher. Das heißt, wenn ich was Bewegliches aufnehme, wie jemand, der ins Wasser springt, ziehe ich das genau an die Stelle, wo ich es haben will und habe dann genau das Bild in dieser Größenordnung. Ich kann aber auch dadurch noch sehr schicke Nachbearbeitungseffekte machen, weil ich könnte jetzt irgendwie einen Sequence-Shot aufnehmen von Sachen, die durchs Bild durchlaufen. Ich habe Filter, mit denen ich jetzt das Ganze verfremden kann. Ich kann also zum Beispiel retuschieren und sagen, ich würde eine Serienaufnahme drauf machen, ich kann Objekte entfernen. Ich habe einen Weichzeichner, sehr schön für Gesichter, auf einmal bin ich 10 Jahre jünger und habe all diese Möglichkeiten, weil ich so viele Bilder in Reserve habe. Und dadurch, dass ich immer kleine Videos aufnehme, habe ich dann auch in der Galerie auf einmal animierte Fotos. Das heißt, sieht fast ein bisschen aus wie bei Harry Potter. Alles bewegt sich. Wenn ich da jetzt reingehe, kann er mir auch aus den ganzen Bildern, die ich an einem Tag zu einem gewissen Zeitpunkt an einem Ort aufgenommen habe, macht er immer automatisch ein kleines Video. Also wenn ich jetzt hier reingehe, ich muss überhaupt nichts machen, ich muss der Kamera nichts sagen. Die schneidet mir das zu einem interessanten Video zusammen, ganz von alleine. Die Musik und die Schnittfolge sind aufeinander angepasst. Okay, wenn ich sage, das ist jetzt aber nicht so mein Stil, gehe ich in einen von 6 vorgefertigten. Jetzt gerade ist es noch bunt und glückliche Leute. Ich kann das Ganze natürlich auch in so einen leicht artistischen französischen Kunstfilm umgestalten. Das ist ein Knopfdruck. Und wenn mir die Bildfolge jetzt nicht gefällt, sage ich, okay, schaffe es nochmal neu durch. Immer passend zur Musik. Oder ich will es wieder ein bisschen fröhlicher haben. Funktioniert ein bisschen wie bei Instagram für Filmregisseure. Ich muss nichts können, ich muss keine Ahnung haben, aber das Ergebnis ist sehr viel interessanter, als wenn ich einfach durch meine Galerie durchgehen würde. Das kann ich dann als Video abspeichern und wunderbar natürlich mit Facebook und anderen Sachen sharen. Gut, und das ist die HTC Zoe-Kamera mit Ultrapixel.